Als Emilia mit dem Bibliothekdienst fertig war, wollte sie betrübt in den Stall gehen. Murmelte, wenn ich nochmal diesen bescheuerten Bibliothekstil machen musste, beschwere ich mich. Guten Morgen, Baroness, begrüßte sie trotzdem die Baroness. Immerhin sollte ihr ja nicht auffallen, dass sie den Bibliothekdienst über alles hasste. Aber der Anblick von Grimpferd heiterte sie natürlich wie jedes Mal aus. Hallo Mint, na, wie geht's dir? Dann machen wir dich mal fertig. Du wirst nicht glauben, was ich gelesen habe. Und zwar ist das eine alte Aufzeichnung, die besagt, dass angeblich die Geschichte von Jorvik eine komplett andere sein soll. Das ist ja mal der Wahnsinn. Und dass man extra die Geschichte von Jorvik gelogen hätte. Sie konnte nicht aufhören zu reden. Und andere Reiter schauten sie schon verwundert an, weil sie so laut schrie. Und das Beste ist ja auch noch, man könnte es eigentlich als Nachteil betrachten. Die letzten Seiten fehlen. Und da habe ich mir überlegt, dass wir zum Ratsmann nach Silverglade reiten, um herauszufinden, was es damit auf sich hat. Mint schnaubte. Endlich war sie fertig mit Reden. Das klang zwar gemein, aber... naja. Wenn Emilia einmal zum Reden angefangen hatte, konnte sie meist nicht mehr aufhören. Sie liebte es einfach, auf ihrem Pferd zu reiten. Mint hatte einen wunderschönen, schwungvollen Galopp und nicht so einen abgestumpften wie die meisten Schulpferde, auf denen sie reiten gelernt hatte. Auch wenn sie beim Pferdesportcenter das Reiten gelernt hatte, bei der Reiterakademie Silverglade, hatten sie schon ein paar schlechte Pferde und die mussten immer in Anfänger reiten. Guten Morgen, Herr Ratsmann. Dürfte ich mich im Ratshaus ein bisschen umsehen? Ich muss etwas nachschauen. Na klar, aber was ist denn so wichtig? Oh, ich habe nur etwas gefunden in der Bibliothek und wollte das nur schnell nachschauen. Naja, kein Problem. Ich lasse jeden rein. Außer, er macht auf mich einen negativen Eindruck. Aber du machst einen sehr freundlichen Eindruck, deswegen darfst du rein. Danke. Ach ja, mach keinen Spaß. Natürlich nicht. Sie ging also rein und begab sich gleich auf die Suche nach dem passenden Buch, was sie eben benötigte. Da liegen keine. Mal schauen, ob da oben was liegt. Sie lief die Treppe schnell hoch. Sie wollte so schnell wie möglich etwas dazu finden. Doch finden tat sie dann schlussendlich nichts. Sie lief vor an die zuerst zur vordersten Reihe den Tisch. Da fand sie endlich was und fing an zu lesen. Es war einmal ein Mädchen namens Anne. Sie wurde in Amerika geboren und zog dann nach Schweden. Als sie mit dem Schiff reiste, fand sie auf einmal einen schwarzen Felsen, stand dort. Der Rest war schwarz. Verdammt, warum sind die letzten Seiten schwarz? Ich muss wohl selbst herausfinden, stellte Emilia fest. Als erstes werde ich nach Welldale reiten. Und so begab sie sich mutig und willig nach Welldale.